Servus Leute, hier ist der Johannes und heute geht es bei mir um Aktien. Diesmal nicht Leben in Spanien, sondern Aktien, weil ich beschäftige mich schon seit mehreren Jahren mit Aktien und finde es ein spannendes Thema. Und gerade heute habe ich mich wieder mit einer spannenden Frage beschäftigt, wie ich meine Gewinne absichern kann. Und ja, das folgendermaßen. So, ich bin eigentlich jemand, der langfristig investiert ist, der einfach der für seine Rente das Ganze anlegen möchte, beziehungsweise einfach für die Zukunft auf 20, 30 Jahre. Aber ich sehe momentan eine Rezession auf uns zukommen und nachdem meine Werte ziemlich gut gelaufen sind, möchte ich mich jetzt einfach absichern gegen das Ganze. Jetzt habe ich mich ein bisschen schlau gemacht auf YouTube und auch anderen Foren, damit ich einfach weiß, wie man das am besten machen kann. Und meine Lösung momentan ist ein Trailing Stop. Für jeden, der das nicht weiß, erkläre ich mal ganz kurz. Trailing Stop ist sozusagen ein Stop-Kurs, der im Aktienkurs integriert wird. Und sollte die Aktie sozusagen auf ein neues Hoch kommen, zieht der Stop-Kurs entweder durch einen festen Wert oder durch einen prozentual festgelegten Wert immer hinter dem Hoch nach. Sollte das letzte Hoch nicht mehr erreicht werden und die Aktie fallen, bleibt der Stop-Kurs bestehen und dadurch wird er dann ausgelöst. Könnt ihr auch ein bisschen YouTube-Videos anschauen, ist auch sehr, sehr gut erklärt, das Ganze. Genau, ansonsten, ja, das ist meine Idee, um jetzt meine Gewinne abzusichern und meine ganzen Aktien sozusagen zu verbessern. Und was ich dann als nächstes machen möchte, sollten alle Stop-Kurse gerissen werden, möchte ich die Aktien einfach als Sparplan besparen mit den Gewinnen, weil ich ja dann eigentlich davon ausgehe, dass wir in einer Rezession sind und dadurch sind die ganzen Werte günstig und da würde dann der Cost-Average-Effekt natürlich super greifen. Deswegen denke ich, ist eine kluge Lösung, mit einem Trailing Stop und anschließend mit einem Sparplan zu arbeiten. Genau, wer dazu Fragen hat, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Ich gehe auf jede Frage ein und kümmere mich dann darum. Ganz lieben Gruß und schönen Abend. Ciao.